Hallo und herzlich willkommen, hier ist er wieder, euer Steppo zu Let's Play Grid 2. Und ihr seht es ja schon am Fahrzeug. Ich habe das Spiel schon mal ohne euch durchgezockt. Ich zeige euch jetzt bloß noch ein paar Highlights und so, was da alles für Autos gibt. Haha, nein, Spaß. Das ist ein Auto aus dem Online-Modus und ich habe mal eine neue Lackierung zusammengestellt. Ja, wollte ich einfach bloß mal zeigen, die Lackierung. So werde ich auch in der Karriere weiterhin benutzen. Ich bin immer noch an dem Punkt, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Das letzte Rennen war ja mit dem knuffigen Honda S2000. Es geht jetzt weiter hier in der WSR. Promo-Events sind aus. Und ja, Auto-Events haben wir auch keine mehr. Also kommt jetzt ein Duell. Und zwar in Kalifornien. 5 Kilometer ist die Strecke lang. Ja, was fahre ich? Ja, ich denke mal, Nissan macht sich immer gut. Ja, Upload der ersten Folge hat etwas gedauert aufgrund des Hochwassers hier in Ostdeutschland. Saß auch ich mal 3 Tage ohne Internet da. In der Zeit auch nicht wirklich weitergezockt. Die Balance des Autos verschiebt sich also ständig etwas. Sei vorsichtig. Ja, das war also höhere Gewalt. Da konnte ich nichts für. Jetzt okay, ja, du kennst das schon alles, bei Folge ja. 5. Letztes Mal hast du hier ein gutes Ergebnis geholt. Mach das einfach nochmal. Wir fahren wieder mal gegen Harrison Carter. Das geht hier wirklich nicht zerstörungsfrei und viermal durch irgendein Rennen. Mit dem Nissan kann man hier wunderbar driften. Das geht so in der Form mit den Muscle Cars nicht. Und zwar mehr Leistung und ebenfalls Heckantrieb, aber wir haben halt auch haufenweise Gewicht und insofern unterscheidet sich die Physik der Fahrzeuge da schon. Dass man halt den schweren Auto nicht so leicht und so schön in die Kurven tragen kann, sliden kann. Wenn ihr halt mit dem Nissan gegenlenkt, dann bekommt er das auch mit, dass man gegengelenkt hat. Optimal. Wenn man hier fehlerfrei durchfährt, kann man auch auf schwer relativ locker bestehen. Na gut, jetzt ist er auch wieder dran. Und wir sind ja erst in der ersten Runde. Der richtige Gegner kommt ja noch. Dann im Finale. Das war knapp. Ich wechsle auch ab und zu mal zwischen den Ansichten, also Motorhaube oder von draußen. Eins sei gewiss, ich werde nicht an der Cockpit-Kamera fahren. Ich denke, da wurde jetzt genug drauf rumgehackt. Auf jeden Fall, erste Runde schon mal gewonnen, jetzt gegen Harrison Carter. Bruno Silva ist jetzt wahrscheinlich der nächste Gegner. Gibt eine neue Errungenschaft, ohne Moos nichts los. 3 von 5. Das Laden ist relativ unspektakulär. Aber kurz was trinken. Meide die Felswände, Grasböschung und Gräben am Streckenrand, sonst riskierst du einen Überschlag. Ja, wahres Wort. Du selber hier in seiner fitten Karre. Nimm dieses Auto hart ein, dann bricht das Heck aus. Fahr einfach so, wie das Auto es will, dann landest du ganz vorne. Ich habe festgestellt, immer wenn der Sand nicht zu fahren hat, wird das nichts. Aktuelles Beispiel. Aber zum Glück gibt es ja Rückblenden. Schon am 5. Flug, schon mal die Leitplanke angeschabelt. Ich krieg die Karre gerade nicht quer.
Jetzt hat das sieht nach einer potenziellen Drift-Kurve aus und so ist es auch. Schön, dass so ein Ding mal komplett umzuziehen, aber da wäre ich wohl noch üben müssen. Aber im Finale ist ja auch noch eine Chance. Und dazu müssen wir ja erstmal gegen Bruno Silva bestehen. Es ist halt schwierig hier in den flachen Wind zu driften, also da geht. Es gibt eine Rückblende. Ist aber schön, dass man sich das nochmal angucken kann. Ja, beim zweiten Mal besser machen, das ist ganz wichtig. Mein Vorsprung ist groß genug. Und so weit dürfte es ja auch nicht mehr sein. Ich bin gleich das letzte Viertel los. Nissan gegen Nissan. Silvia gegen Silvia. Immerhin schon 15 Überholmanöver in Duellen. Der Waldabschnitt erfordert höchste Konzentration. Ein falsches Manöver und du wickelst dich um einen Baum. Leg einen guten Start hin. Bei nur zwei Fahrern ist es immer besser, in Führung zu liegen. Gesagt, getan, nach nicht mal 9 Sekunden schon in der Führungsposition. Und dafür war ich auch direkt Optimist. Und den Leitplan habe ich ja auch. Das Auto kennt ja, wie es trifft oder nicht trifft. Also hier irgendwie steuern, wie weiter driften soll, ist eher nicht möglich. Egal, ob ich jetzt in der Linkskurve nach links lenke oder ob ich den geradeaus laufen lasse, der driftet immer im gleichen Winkel. Gegenlenken bedeutet gleichzeitig Drift beenden. Das Event schon mal gewonnen. Ja, gucken, wie es weitergeht in der WSR. Wir sind ja in Saison 1. Ich weiß gar nicht, wie viele Saisons es gibt. Auf jeden Fall steigt die Fanzahl erstmal wieder. Mit dem Gesamtsieg steigt sie natürlich deutlich. 58.000 scheint inzwischen schon. BSR steckt noch in den Kinderschuhen. Wir müssen noch viel zeigen und viele Fans gewinnen. Du kannst deinen Namen bekannter machen, indem du ein Sponsorenziel erfüllst.
Na, ja, WSR hier. Finale demnächst verfügbar. Dazu brauchen wir eine Mindest-Fanzahl. Ich denke mal, die werden wir nach diesem Event hier bekommen. Es sind zwei Rennen, drei Runden in Indianapolis. So, ich denke, in Indy gehört es sich, dass man mit einem Ami startet. Deswegen gehen wir mal wieder mit einem Muscle Car an den Start. Sieht relativ behindert aus mit diesem, ich sag mal, Niederquerschnittsreifen. Ich schätze mal, der Felgengröße ist ja nicht übertrieben, also die Felgen gehen noch größer zu machen und dann sieht das so aus, als wäre da eine Felge mit Gummi eingemandelt. Also da erkennt man schon gar keinen Reifen mehr. Ich sag mal, auf so ein McLaren, wie man es gesehen hat, da ist schon ordentlich ein Niederquerschnittsreifen drauf, aber ansonsten jetzt bei Alltagsautos oder so Muscle Cars eigentlich nicht, aber ich kann jetzt nicht vor jedem Rennen hier Felgengröße verändern. Der Typ mit allen Tricks. Halt dich fern, wenn's geht. Das erste Mal, dass wir was von Harrison Carter erfahren, oder? Hier ist los hier in Indien. Auf jeden Fall von der Beschleunigung her, würde ich sagen, zieht der hier schon mal besser als das hier, ja? Fährt sich wie ein Klotz, wie so ein Stein. Ja, Harris Carter führt mal wieder. Der vierte Platz. Du bist fast in den Top 3. So, sauber durchspringen, vielleicht reicht es auf der Geraden hier irgendwie vorbeizuziehen. Ja, hier beim Angrenzen sollte es vielleicht gehen. Die KI ist auch nicht doof, die macht schon mal in und zumindest Kämpfen jetzt nie. Da kommt aber auch, da kommt er schon. Aber jetzt hat sich das erledigt. Ja. Jetzt geht's wieder zurück aufs Oval. Dann kommen wir mal hier die Steilkurve. Schon mal stationieren, vielleicht hier irgendwie den Windschatten ransaugen. Nur noch zwei Runden. Der Nissan hat nicht so viel Top Speed. Ich gehe jetzt mal innen rein. Etwas schneller bremsen. In der Wahrheit hat das geklappt. Das war ein Bulldog-Manöver. Wenn auch relativ actionlos. Aber ich denke mal, Harris und Carter müssen uns hier nicht leichter machen. Im Gegenteil, jetzt geht es um die Führung. Man hätte die Schrift auch schwarz machen können, damit man in der Sonne auch mal was sieht. Jetzt wieder beim Anbremsen. Ja, hier reicht für mich Ausgang von dem kleinen Krieg hier vielleicht. Ja, auch für mich. Das ist ja noch eine Runde Zeit. Es herrscht ja jetzt schon mal Chancengleichheit, weil wir fahren ja immerhin im gleichen Auto. Ich möchte gerade gucken, wie weit das Auto in Mitleidenschaft gezogen wird. Das sieht auch immer gut aus. Das war die bisher schnellste Rennrunde. Da kenne ich andere Rennen. Muss es aber klappen in der letzten Runde hier irgendwo im Infield. Hier ist schon mal gut rausgekommen, da merke ich schon, wie es langsam mehr rückt. Jetzt hier innen rein. Jawohl. Okay, Stefan, damit liegst du in Führung. Ich muss gucken, dass ich auf den letzten Sektor hier ordentlich erwische, in der letzten Hälfte. Da ist schon ein sportlicher Vorsprung da. Keine Scheißebahn, hätte ich gesagt.
aus. Ja, Vorsprung ist noch in Ordnung. Das sollte reichen für die letzten zwei Kurven. Jetzt in die letzte Kurve und dann wandern höchstwahrscheinlich schon mal die ersten 20 Punkte auf unser Konto. Das ist natürlich schon mal ein okay, großer Schritt. Du liegst früh in Führung. Sieh zu, dass das so bleibt. Jawohl, 20 Punkte. Du führst die Wertung an, aber bleib wachsam. Jeder. Jetzt habe ich die falsche. Ach nee, ja, alles in Ordnung. Nissan Silvia inzwischen das meistverwendetste Auto. 11 Fahrzeuge inzwischen. Die haben wir da stehen. Schon 5 WSR-Events. Jetzt noch ein Event und dann sollte ja schon das Finale kommen. Denke ich, hoffe ich. Jetzt geht's nochmal auf die Infield-Strecke. Es wird nicht leicht von so weit hinten zu starten, aber du kannst deine Position auf jeden Fall verbessern. Letzter Stand, dann kann ich meine Position ja noch verbessern. Viel Glück, Kumpel. Den ersten Nissan ja schon mal vernascht. Den zweiten Nissan. Du hast das Ende des Feldes hinter dir gelassen. Sehr gut gemacht. So, das hier liegt an der Teststrecke. Dann sollte ja auch der von Lauf geläufig sein. Ich hoffe einfach mal, dass das so bleibt. So viele Streckenvarianten wird es ja von Indy wahrscheinlich nicht geben. Nur weil wir 20 verschiedene Varianten fahren kann. Der Großteil ist ja aus MotoGP und Indianapolis, MotoGP und Formel 1 bekannt. Aber inzwischen schon Platz 3. Beziehungsweise Platz 2, guck an. Zweiter Platz. Sind wir mehr als 2 Runden verfügbar. Okay, ja, du bist zurück im Rennen. Aber du musst jetzt alles geben, um die verlorene Zeit aufzuholen. Das hat mich wahrscheinlich mehr Zeit gekostet, als es gebracht hat. Das ist schon der Ausritt, aber wird dazu noch reingebremst. Zwei Runden zu fahren. 8 Sekunden, da ist noch alles möglich. So, ich setze einfach mal hier in die Motorhaubenansicht. Da auch wunderbar schön groß WSR draufstehen, und das nenne ich das. Das war schnell, das war schnell. Ja, das hat noch ganz gut funktioniert. Ich bin auch schon deutlich schneller gekommen, bin ich schon meine. Zumindest optisch sieht es so aus. Mal gucken, was die Zeitnahme sagt. Zeitnahme tut mir da recht, sagt, ich habe jetzt schon eine Sekunde aufgeholt. Sieht auch schon wieder deutlich lang. Der Streckenabschnitt hier, der hat es in sich. Ja, jetzt bin ich auch schon vorbeigerutscht. War so gar nicht geplant, aber okay. Okay, weiter so. Das ist alles sehr sauber bisher. Da ist er dran hier. Wird er wahrscheinlich gleich innen ansetzen. Nee, bremst ab wieder. Weiß ich nicht. Letzte Runde auf jeden Fall. Du hast gerade eine neue Bestzeit aufgestellt. Das heißt, einfach nur noch verteidigen, nur gegen Hennis und Carter. Zeitnahme beschäftigt und da hat die Kurve verpasst. Komm schnell wieder ins Renntempo. Dein Ausritt. Ich glaube, das gibt jetzt mal eine Rückblende. Das in der letzten Runde ist das natürlich sehr, sehr ungünstig. Wie weit man da jetzt so schwimmen kann. Gut, alles wieder gut gegangen.
wenn man die Möglichkeit der Rückblende hat, dann soll man die ja auch nutzen. Besser als wenn man seine Ziele nicht erreicht und dann neu starten muss. Also ich möchte euch das so ein Rennen auch nicht immer 10-mal zeigen. Es reicht nicht mal, wenn wir das einmal fahren. Ich war ja schon auch schwer. Eigentlich schon nicht ganz so einfach zu machen, aber irgendwie ist das halt mal so der Schwierigkeitsgrad, wo man seine Ziele erreicht. Ich kann dann vielleicht in der nächsten Saison mal den Schwierigkeitsgrad erhöhen, aber auch da muss man dann gucken wieder, was man für Autos zur Verfügung hat. Und ja, erstmal Sieg hier bei diesem Event. Und damit auch Sieg des gesamten Events. Doch relativ deutlicher Vorsprung, 2,5 Sekunden. Starkes Rennen, Stefan. Das war Platz 1. Sehr schön. Jo, dann haben wir schon in der Tasche. 8 Punkte Vorsprung vor Harrison Carter. Ohne Moos nichts los. 4 von 5 inzwischen schon. Bei 5 von 5 gibt es dann wahrscheinlich die komplette Errungenschaft. Wie viele Fans waren jetzt am 76.000. Das sollte hoffentlich fürs Finale reichen.